Nee, ich will nicht mit Controller spielen. Kein Bock drauf. Spiel mit Tastatur und Maus. Na, fündig geworden? Nee, ich beobachte dich. Klar? Entschuldigung? Da lag ein Zettel. Mama hat gesagt, ich soll jeden Tag was lesen. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Stummo, danke schön für 39 Monate, Maga. Schön, dass ihr alle Schutzgeld zahlt. Damit ich eure Taxis nicht kaputt mache. Awesome! Hi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paul. Ciappella! Die wird singen! Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Oh, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ah! Hey, hey, hey. Vorsicht damit! Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Kannst du mal ganz kurz... Komm später zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann kriegst du mal ein Eisen. Vincenzo, kannst du mal da hinterm Zaun, da hinten... Da kannst du dich umsehen. Da ist ein dreiköpfiger Affe. Verlässt diesen Raum. Da, guck mal, hier ist ein Dreiköpfiger. Hier, da ist ein Dreiköpfiger. Hier leuchtet nämlich was. Ich hab nichts mitgenommen. Die Bullen würden das Zeug hier gerne in die Finger kriegen. Warte mal kurz. Hat er sich gerade in seine Multifunktionsjacke 7 Cocktails? Oh. Das waren schöne Poster früher, muss ich sagen. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Hey, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Oh, Ralphie. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln.
Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt, sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Oder wir machen einfach alles. Wie wär's denn damit? Wir zünden den Laden an, wir zünden die Autos an und wir boxen denen ins Gesicht. Und wir fahren bei Rot über die Ampel. Da ist die Polizei. Nee, doch nicht. Oh, oh. Boah, das wäre es jetzt aber gewesen. Schön bei Rot rüber. Das hätte gleich in Flensi einen Punkt gegeben, du. Naja, wie ist das schön heiß im Straßenverkehr? Vier Gewinn. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Also die Beschleunigung von dem Ding ist aber auch, Okay, wir sind fast da. Belmo. Oh shit, ey, oh Gott. Wieso habe ich eigentlich keine Blinker? Warum muss ich denn jetzt einparken? Wer macht so einen Quatsch? Schön wie ein Berliner über zwei Parkplätze. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Das sind faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Waffe. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Klar. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Niemand wird bemerken, dass ich da bin. Nein. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Chat, besonderes Talent. Aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle. Mia! Psst! Ruhe! Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer bist du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Salieris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello eins verpassen und Dino lässt dich auf Autos aufpassen. Hör zu, Kumpel, wer bist du? Kennst du Dino? Ja, kenn ich. Einmal hatte ich die Gelegenheit, ihn von hinten zu...
Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Wir setzen den einfach hier hin. Ich muss erstmal noch hier diesen netten Mann ablegen. Was soll, wie, also jetzt nochmal. Halte. Aha. Okay, okay. Ja. Verdammt. Schönen Sturmangriff. Hey, weg von dem Wagen. Excuse me? Oh shit, aua! Hau ihn! Sock 3 gifted A Tier 1 Subtomia 84 W. They have given 364 Gift Subs in the channel. Wir müssen jetzt das Auto kaputt machen. Oh, Karate King. Der hat bestimmt Cobra Kai geguckt. Kinderspiel. Das hat der ganze Block gehört. Erledige sie mit dem Schläger. Ich würde nur zu gern die Gesichter von diesen Leuten sehen. Ich glaube, ein Controller ist geiler. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse jetzt gemeldet. Geil. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. So haben wir es immer schon gemacht. Okay. Wir legst durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Die Lichter kommen! Oh, die kommen! Ihr Schweine! Scheiße! Da sind Bullen. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Das klingt so gut! Aber machen wir sie nicht richtig sauer. Warum nicht? Oh Gott. Ah! Okay, ich passe durch. Super. Bremsen. Ich glaube, wir sind die Coppers. Wir sind die Coppers los, Chat. Oh, das tut mir leid, aber. Die Cops früher waren nicht das, was sie heute mal sind, ne? Also, sowas würde ja heute nicht mehr passieren, ne? Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Wenn sie mit ihren Opel Corsa. Zurück mit uns zum Boss. Die dicken AMG. Der Kopf auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja. Oh! Vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Schätze ich mal. Saba! Das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir ich wollte gerade sagen. So sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinnie ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Klingt gut, ich bin dabei. Tja, klar bist du das. Sorge, danke, dass du Melmo einen zugesteckt hast.
Ey, Rolfi, machst du mal die Karre frisch, oder was? Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben hab? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Du, das ist kein Problem. Da gehst du einfach schnell ins Internet und bestellst dir mal Ersatzteile und dann machst du das fertig, Rolfi. Ist kein Problem. Das ist alles gar kein Problem. Du bist doch am Internet dran. Wenn du jetzt hier hinten da auf dein Terminal gehst, kannst du quasi auf den Computer von dem Dude zugreifen, der hier quasi meine Figur steuert. Und dann kannst du bei Amazon gucken und dann kaufst du da einfach mal ganz easy eine neue Scheibe. Und wenn du Glück hast, kriegst du das Ganze sogar bei Carglass. Denn Carglass repariert und Carglass räumt auf oder wie auch immer der Quatsch geht. Gut, aber das ist auch geklärt. Voll easy, kein Problem. Und ich dachte mal, künstliche Intelligenz hat mehr drauf, aber... Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Karo. Er ist also noch immer dabei. Irgendwie, ja. Das wäre ein Traum irgendwann mal, wenn ich groß bin. Einen eigenen Billardtisch. Das wäre schön. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft. Und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Ein Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also, Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also hör zu. Hör gut zu. Erstens. Kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens. Wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Es war noch nie so einfach, in eine Familie reinzukommen. Normalerweise... Jetzt habe ich Hunger. Normalerweise müsste man heiraten und den ganzen Quatsch. Essen wir. Müssen wir alles nicht tun. Wir sind einfach drin. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Der nennt sich ja auch Barkeeper und nicht Koch. Also verstehst du, wie ich meine? Ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwie bei der Berufsbeschreibung ein bisschen gepennt hast, aber... Barkeeper ist ungleich Koch, mein Freund. Okay?
Wir sind drin, meine Damen und Herren. Wir sind einfach mal reingerutscht in die Familie. Schwuppdiwupp, nur eine Taxifahrt gemacht für ein paar Cent und zack sind wir in der Mafia. Jetzt rollt der Rubel, meine Freunde. Sorge, danke, dass du Melmoin zugesteckt hast. In Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Was wusste ich schon. Tommy? Los, ja. Du hast noch was auf Lager. Der Boss wartet auf dich. Come on, baby, give daddy some loving. Du, du. Und jetzt haben wir schon so eine richtig schöne, lecker Lederjacke an und so einen richtig schönen Helm auf, du. Was ich immer noch schade finde, ist, dass ich nicht einfach, wie ich lustig bin, Leute boxen kann. Das schränkt mich ein bisschen meiner spielerischen Freiheit ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch, muss ich zugeben, davor an der Situation, als wir die Autos angezündet haben, wollte ich den am Zaun eigentlich überfahren. Aber ich durfte nicht ins Auto einsteigen. Ich hatte große Visionen. Hier ist er. Bin spät dran. Nimm Platz. Hey, Big Bad Boy, moin. Es ist Zahltag, Jungs. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stopps heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Stellt sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Kein Problem, Boss. Vergreift euch an niemandem, wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch, den heiligen Michael, sehen. Und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind zu gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Wir kriegen das hin. Man schlägt sich nicht mit der Familie? Hm. Okay, Boss. Das sah der Teppichklopfer früher an, das Corner-Hit. Dass er was für dich hat, Tom. Geh zuerst zu ihm. Wahrscheinlich nur ein Märchen über einen Kerl, den er vor 20 Jahren erledigt hat. Das ist überhaupt keine Überlegung wert, Real Big Bad Boy. Weil es gibt nämlich, Real Big Bad Boy, es gibt nämlich Menschen, die brauchen den Untertitel, um sich das Spiel zu verinnerlichen. Ich sollte vorsichtig sein, ich habe mit Biff gesprochen. Morello ist immer noch wegen der Autos wütend. Ach, was kümmern ihn schon Autos? Er hat doch mindestens 5 volle Garagen hier. Er hat nicht Unrecht, Pauli. Ihr wisst das genauso gut wie ich. Es ist immer dasselbe. Morello tut dies, also tut Salieri das. Ein paar Autos hier, etwas Fusel da. Ach so, das meinst du, Bad Boy. Okay. Dann geht's von vorne los. Da hab ich ihn missverstanden. Die Welt dreht sich weiter. Hey, da ist er ja. Ich nehme einmal alles. Dachte gleich an dich. Oh Mann, ey. Warum krieg ich denn so einen hässlichen Revolver? Oh Mann, ich mag Revolver nicht. Kann ich nicht was anderes haben? Etwas, das Respekt. Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt, am Schießstand. Verstehe. Das zählt nicht. Visier das Ziel da drüben an. Gute Haltung. Riespeng. Gehirn an der Wand. Okay, jetzt das Nachladen. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Gut, eins noch. Versteck sie. Steck sie in den Gürtel. Fertig. Wenn die Schießerei losgeht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Danke, Vincenzo. Weiß ich zu schätzen. Hey, für Frank und den Boss bin ich Vincenzo. Für dich, Vinnie. Klar, Vinnie. Kein Ding, Magga. Aber, Vinnie, ich muss mal sagen, hier glitzert das alles so schön, ne? Kann ich da die Schrotflinte... Ah, alles den Bach runtergegangen. Ui, was ist denn das? Ah, eine halbe Thompson. Schicki. Die ganze Familie hat zusammengearbeitet. Dann war Don Peppone weg. Und Salieri und Morello. Peppone. Warum der wohl Peppone heißt? Zu viel Calzone mit Pepperoni gegessen. Peppone. Oh ja, ist kein Problem.
liegt denn hier? 1 year since the crash. Weißt du, wie du in so ein reinkommst, Tommy? Mit dem Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und lerne. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Damals, als man noch Autos knacken konnte. Komm schon, Tommy. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, du bist drin. Geschafft. Viel Spaß heute, Kumpels. Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Kennst du sie? Ja, kenne ich. Ist Al wieder im Verzug? Scheint so. Puh, schade. Kommst du dreimal gegen das Auto nicht an und dann auf einmal war es an? Ja, okay. Ist die Hupe? Moin, Lady. Ey, Krautiger, moin, ich grüß dich. Geht noch. Hey Wax, moin. Und Orbital, ich grüße dich auch, moin. Nee, wir sind nur 20 gefahren, Officer. Sag mal, soll ich zu oder was? Guck doch mal auf die Straße. Ich möchte ehrlich gesagt wieder Taxi fahren. Okay, da wären wir. Sieh uns heute genau zu, Tom. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel. Aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach's mir einfach nach. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das Ganze im Rig spielen. Mit dem Lenkrad. Ich glaube, das könnte schon geil sein. Mit 40 Meilen pro Stunde und dann am Lenkrad. Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ha, nicht mehr so klein. Sie wird eine richtige Nervensäge wie ihre Großmutter. Gut zu hören, Al. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nichts in der Art. Gut, hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monatshin. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten. Aber mach dir ruhig Sorgen. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Wo ist das Geld? Infami, fiduci, voi ci succhiate il sangue. Es ist auf dem Tisch, brauner Umschlag. Junge Dame, was? Entschuldigen Sie, ich spreche kein Italienisch. Zigarettenbilder gesammelt. Via di qui. Lasciateci in pace. What? Ich hab's. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Egal was. Mach ich, Sam. Mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir, ja? Aber hast du gerade deine Scheißkippe im Bäcker ausgedrückt, du Ochse? Soll ich dir gleich mal einen Nacken klatschen? Ich will dich zu sehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Willst du ein Brot fressen, was nach Aschenbecher schmeckt, du Arsch? Sei froh, dass es zu deiner Zeit noch keine Clubmate gab, du Penner! Oh, reg mich das schon wieder auf im Bäcker, ey. Mann! Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Talung. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Bei jedem Unfall bringst du den kleinen Ralphie zum Weinen. F-
Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen.